Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus meiner Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem ersten Video aus dem dritten Teil und dem Thema Dichtefunktion. Ich hatte es im letzten Video ja schon angekündigt. Wir haben uns bisher eigentlich im ersten Teil mit einer axiomatischen Herangehensweise an die Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt und im zweiten Teil haben wir uns diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen angeschaut. Wir haben ein paar kennengelernt und auch ein paar Kenngrößen auf diesen Verteilungen definiert und in diesem Teil der Reihe möchte ich mich jetzt mit kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschäftigen. Und dazu brauchen wir halt als allererstes den Begriff der sogenannten Dichtefunktion. Wie wir gleich noch sehen werden, spielt das so eine ähnliche Rolle wie die Massenfunktion bei diskreten Verteilungen. Es ist allerdings nicht genau dasselbe. Und warum das so ist, das werden wir gleich noch sehen. Im Folgenden wollen wir uns also mit kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräumen beschäftigen. Und dabei heißt ein Wahrscheinlichkeitsraum, der aus diesem Tupel Omega, Sigma und P besteht, kontinuierlich, wenn die Ergebnismenge eine Teilmenge der reellen Zahlen ist und insbesondere unendlich viele Elemente enthält und Sigma eine sogenannte Borelsche Sigma-Algebra ist. Ich habe lange überlegt, ob ich zu diesem Thema Borelsche Sigma-Algebra noch ein eigenes Video mache. Mich dann aber allerdings dagegen entschieden, weil das halt zu dem, was ich in dieser Reihe behandeln möchte, eigentlich nicht nötig ist, diesen feinen Unterschied zu verstehen. Wer da Interesse hat, kann sich da gerne nochmal selber einlesen oder mir halt einen Kommentar hinterlassen, dann mache ich vielleicht doch noch ein Video. Muss ich mal schauen. Wenn jetzt also meine Ergebnismenge Omega eine Teilmenge der reellen Zahlen ist und unendlich viele mögliche Elementarereignisse besitzt, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nämlich nicht jedem dieser unendlich vielen Elementarereignisse eine endliche Wahrscheinlichkeit größer 0 zuordnen. Wenn ich das nämlich vertun, wenn ich das nämlich tun würde, dann müsste ich ja die Wahrscheinlichkeit für Omega berechnen können als die Summe all dieser einzelnen individuellen Elementarereignisse oder die Wahrscheinlichkeit dieser Elementarereignisse. Das haben wir im ersten und zweiten Teil ja schon hinreichend oft so gemacht. Nur wenn ich halt unendlich viele von denen habe, dann ist es ja vollkommen egal, wie klein ich dieses p wähle. Wenn das halt immer größer 0 ist und ich dann unendlich viele von denen aufsummiere, dann bekomme ich hier auf jeden Fall was unendlich Großes. Also insbesondere halt auch nicht 1. Und deswegen kann ich jetzt nicht einfach den Elementarereignissen Wahrscheinlichkeiten größer 0 zuordnen. Ich muss also einen anderen intuitiven Zugang finden, wie ich den Wahrscheinlichkeitsbegriff und auch eben halt die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen im Kontinuierlichen mir vorstellen möchte. Und dazu habe ich hier mal ein Beispiel vorbereitet. Also hier habe ich mal versucht, die Ereignismenge Omega jetzt im Kontinuierlichen darzustellen. Also im Grunde ist hier so ein Rechteck und jeder Punkt in diesem Rechteck soll halt als ein mögliches Elementarereignis meines Zufallsexperimentes auftreten können. Und das ist halt so ein klassischer Fall, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich hier unendlich viele mögliche Positionen in diesem Rechteck habe, die ja alle haarfein nebeneinander liegen könnten, aber eben halt doch unterschiedlich sind. Dann habe ich hier im Grunde einen kontinuierlichen Raum, in dem Fall jetzt eine kontinuierliche Fläche, in dem ich halt Elementarereignisse vorfinden kann. Und wenn ich mich dann zum Beispiel für die Wahrscheinlichkeit von diesem blauen Dreieck hier interessiere, dann ist eigentlich intuitiv klar, dass ich dem hier die Wahrscheinlichkeit 1/2 zuordnen würde, einfach weil dieses Dreieck hier halt die Hälfte dieser Fläche einnimmt. Daher wird es wahrscheinlich Sinn machen, dem hier die Wahrscheinlichkeit 1/2 zuzuordnen. Immer natürlich unter der Annahme jetzt, dass die einzelnen Bereiche in diesem Omega alle gleich wahrscheinlich auftreten. Ja? Wenn ich dann hier zum Beispiel über dieses obere Quadrat E hier rede, dann würde ich dem intuitiv eben halt die Wahrscheinlichkeit 1/4 zuordnen, einfach weil das wieder 1/4 dieser Fläche ausmacht. Und hier entsprechend auch, wenn ich jetzt hier diese beiden Mengen B1 und B2 betrachte, dann ist das halt genau die Hälfte der gesamten Fläche. Also würde ich auch dem Ereignis, das B1 oder B2 auftritt, würde ich halt wieder die Wahrscheinlichkeit 1/2 zuordnen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Ganze gilt unter der Annahme, dass eben jeder Punkt in Omega gleich wahrscheinlich ist.
Das hatten wir schon mal in einem diskreten Fall, hatten sowas schon mal gemacht. Das hatten wir dann Laplace-Raum genannt. Und dann ist halt intuitiv irgendwo klar, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Punkt innerhalb der blauen Region zu wählen, proportional zur Fläche sein sollte. Und jetzt sieht man schon, wenn ich mir jetzt einen einzelnen Punkt raussuche, einen einzelnen eindimensionalen Punkt innerhalb dieses Omegas, dann hat der als eindimensionales Objekt ja keine Fläche. Das heißt, ich kann diesem einzelnen Punkt sinnvoll, zumindest nach diesem intuitiven Zugang, nicht sinnvoll eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Wir wollen die Idee jetzt aber noch ein bisschen erweitern. Also ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier so eine Region A aus Omega habe, dann kann ich die Fläche von A und damit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine Ausprägung meines Zufallsexperimentes in diesem A erhalte, über das Integral berechnen, wo ich hier halt über die Fläche A integriere, und aufintegrieren tue ich hier im Grunde nur Einsen, also konstante Werte. Damit berechne ich genau die Fläche von diesem A. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt ein Elementarereignis in diesem A vorzufinden, ist jetzt eben proportional zu diesem Integral. Proportional und nicht gleich deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit für ganz Omega natürlich 1 ergeben muss. Und ich müsste also hier eigentlich noch durch die Fläche, die ganz Omega hat, dividieren, damit ich am Ende sinnvolle Wahrscheinlichkeitsmaße zwischen 0 und 1 rausbekomme. Und diese Idee, die wollen wir jetzt nochmal verallgemeinern. Also sage ich, ich möchte jetzt nicht immer davon ausgehen, dass alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sein sollen, sondern ich führe da so eine spezielle Funktion für ein, dieses f von x. Und die soll mir in gewisser Weise eben halt angeben, wie dicht in einer bestimmten infinitesimal kleinen Region Elementarereignisse vorzufinden sind. Also ich integriere jetzt nicht über eine konstante 1, sondern ich integriere jetzt über so eine Funktion f von x. Nur innerhalb dieser Fläche integriere ich jetzt über die Funktion f von x. Und f ist jetzt eben halt die sogenannte Dichtefunktion, die, damit sie sich Dichtefunktion nennen darf, bestimmte Eigenschaften erfüllen muss. Und zwar muss es zum einen eine stetige Funktion sein, und sie muss halt von den reellen Zahlen in die positiven reellen Zahlen inklusive 0 abbilden. Also sie darf den Wert 0 annehmen oder positive Zahlen annehmen. Sie darf aber insbesondere nicht negativ werden, zumindest nicht im Definitionsbereich. Manchmal schränkt man den Definitionsbereich sinnvollerweise noch ein. Das werden wir aber noch an ein paar Beispielen sehen. Diese Funktion f heißt dann Dichtefunktion, wenn sie die Bedingung erfüllt, dass sie halt, wenn ich von minus unendlich bis plus unendlich aufintegriere, dann ist das Integral halt 1. Also die Fläche unterhalb der gesamten Funktion muss 1 ergeben. Dann darf ich diese Funktion Dichtefunktion nennen. Und die Dichtefunktion, hatte ich schon gesagt, nimmt nur positive Werte inklusive 0 an. Und sie gibt das relative Verhältnis von Wahrscheinlichkeiten an. Also in gewisser Weise sagt sie mir, wie dicht oder wie wahrscheinlich in einer bestimmten kleinen Region Wahrscheinlichkeiten, Ereignisse auftreten im Vergleich zu anderen kleinen Regionen. Sie gibt aber insbesondere nicht die absolute Wahrscheinlichkeit für ein Elementarereignis an. Das werden wir gleich in einem Beispiel nochmal sehen, dass man die Dichtefunktion, also den Wert der Dichtefunktion an einer bestimmten Stelle, so nicht interpretieren kann und darf. Anschaulich, habe ich jetzt schon gesagt, misst die Dichtefunktion die Dichtausgänge eines Zufallsexperimentes in einem infinitesimal kleinen Gebiet gestreut sind. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet. Wenn jetzt meine Ereignismenge das geschlossene Intervall zwischen 0 und 1 da ist, und dann könnte ich zum Beispiel zwei verschiedene Dichtefunktionen, f1 und f2, betrachten. Die eine habe ich mir mal definiert als 3 halbe mal Wurzel x, und die andere habe ich mir mal definiert als 3x². Dann müsste ich ja erstmal nachprüfen, ob das Ganze überhaupt eine Dichtefunktion ist. Zumindest auf diesem Intervall von 0 bis 1 nimmt keine der beiden Funktionen negative Werte an. Und jetzt müsste ich also nur noch überprüfen, ob die Fläche jeweils auf dem Intervall von 0 bis 1 dann auch 1 ergibt. Also rein formal müsste man die Dichtefunktion eigentlich so definieren, dass man sagt, die Dichtefunktion soll zwischen 0 und 1, soll sie halt diesem Term hier entsprechen, und alles, was kleiner 0 ist oder alles größer 1 ist, soll die Dichtefunktion eben den Wert 0 haben. Das habe ich jetzt so formal hier nicht hingeschrieben.
Ich glaube, es ist intuitiv klar, was ich meine. Die Dichtefunktion soll nur in diesem Bereich definiert sein und da eben diesem Funktionalterm oder diesem Funktionalterm folgen. Ich integriere also die beiden Funktionen jeweils von 0 bis 1. Dazu brauche ich die Stammfunktion von diesem Gerät hier. Und die Stammfunktion davon ist eben x hoch 3 halbe. Das Ganze muss ich dann noch auswerten an den Stellen 0 und 1 und voneinander subtrahieren. Da kommt eben genau 1 raus. Das gleiche mache ich für die Funktion f2. Auch davon brauche ich eine Stammfunktion. Das ist in dem Fall eben x hoch 3. Auch das muss ich an den Stellen 1 und 0 auswerten, voneinander abziehen und bekomme wieder 1 raus. Und damit sind f1 und f2 Dichtefunktionen. Wenn ich jetzt beispielsweise die Werte 1 jeweils einsetze, erhalte ich aber für diese Funktion f1 erhalte ich den Wert 1,5 und für diese Funktion erhalte ich den Wert 3. Die Dichtefunktion kann also nicht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Ereignisses x gleich 1 angeben, weil die Wahrscheinlichkeit kann ja nicht sinnvollerweise 3 sein. Also das ist halt wichtig, dass wenn man mit Dichtefunktionen arbeitet, dass man nicht dem Trugschluss unterliegt, einfach irgendwelche Zahlen da einzusetzen und dann davon auszugehen, dass das meine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Elementarereignis ist. Es ist im Kontinuierlichen eben so, dass ich individuellen Elementarereignissen keine sinnvolle Wahrscheinlichkeit zuordnen kann. Ich kann das immer nur für Regionen tun, über die ich dann die Dichtefunktion integrieren muss. Und dieses Integral liefert mir dann die Wahrscheinlichkeit für ein Auftreten eines Elementarereignisses in dieser Region. Ich kann jetzt also zum Beispiel fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei der ersten Dichtefunktion, dass ich einen Wert kleiner als 0,5 annehme. Dann müsste ich eben halt von 0 bis 0,5 über diese Funktion f1 integrieren. Und die Stammfunktion hatte ich ja gerade schon gesagt, ist eben x hoch 3 halbe. Das Ganze ausgewertet an den Stellen 0 und 0,5 voneinander abziehen, bin ich bei 0,35. Also habe ich etwa grob ein Drittel Wahrscheinlichkeit, einen Wert kleiner 1,5 aufzufinden bei dieser ersten Dichtefunktion. Und bei der zweiten Dichtefunktion würde ich genauso vorgehen. Da würde ich also auch von 0 bis 0,5 integrieren, diesmal über f2. Die Stammfunktion ist x hoch 3. Ich setze wieder 0,5 und 0 ein, ziehe es voneinander ab und erhalte 0,125, also ganz grob 12%. Also deutlich, insbesondere eben halt auch deutlich kleiner als bei der ersten Funktion. Ich habe die beiden Funktionen hier nochmal grafisch dargestellt. Hier ist die Funktion f1. Diese Wurzelfunktion hier. Und man sieht eben halt auch schon, dass dieser Bereich von 0 bis 0,5 hier etwa, hier ist 0,5, dass dieser Bereich hier relativ wuchtig, relativ bauchig ist. Da ist relativ viel Fläche. Deswegen ist hier auch sinnvollerweise die Wahrscheinlichkeit tendenziell hoch. Während hier bei dieser Quadratfunktion, hier ist die 0,5, hier ist es halt deutlich weniger bauchig, hier ist also deutlich weniger Fläche im Vergleich zu dem, was hier noch kommt. Also ist sinnvollerweise die Wahrscheinlichkeit auch deutlich kleiner. Das macht also auch Sinn, wenn man sich die beiden Funktionen nochmal grafisch veranschaulicht. Jetzt fehlt uns noch ein Begriff, den haben wir im Diskreten schon kennengelernt. Das war die sogenannte Verteilungsfunktion und auch die gibt es jetzt analog im Kontinuierlichen. Die Verteilungsfunktion f bildet eben halt reelle Zahlen auf dem Bereich von 0 bis 1 ab und ist wieder definiert als die Wahrscheinlichkeit dafür, zufälligen Ausgang zu treffen, der eben kleiner oder gleich x ist. Das soll die Definition dieser Verteilungsfunktion genauso im Diskreten wie im Kontinuierlichen sein. Und wenn ich die Dichtefunktion dann kenne, dann kann ich die Verteilungsfunktion einfach berechnen aus der Dichtefunktion. Ich kann nämlich einfach integrieren von minus unendlich bis x über eben der Dichtefunktion und habe damit dann meine Verteilungsfunktion bestimmt. Beispielsweise für die Funktion f2, die ja definiert war als 3x² auf dem Intervall von 0 bis 1, kann ich jetzt die Verteilungsfunktion eben berechnen als das Integral von 0 bis x über 3x² dx. Jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen unsauber. Eigentlich müsste man hier die Variable x von diesem Integral Grenze x halt abtrennen. Man verzeihe mir das. Auf jeden Fall müsste ich halt über 3x² integrieren. Die Stammfunktion ist eben x hoch 3. Jetzt setze ich x um 0 ein, ziehe es voneinander wieder ab und habe dann eben halt x hoch 3 als meine Verteilungsfunktion für die zweite Dichtefunktion. Ja, das war's auch schon wieder.
Wir haben mit der Dichtefunktion jetzt eigentlich die zentrale Charakteristik von kontinuierlichen Verteilungen kennengelernt. Das ist so ein bisschen das Gleiche, was die Massenfunktion für die diskreten Verteilungen gemacht hat. Die Massenfunktion hat uns halt zu einzelnen Elementarereignissen angegeben, wie wahrscheinlich die sind. Das kann die Dichtefunktion so nicht leisten, weil ich das ja halt im Kontinuierlichen eben nicht sinnvoll tun kann, einzelnen Elementarereignissen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Aber sie gibt mir eben halt an, wie dicht, daher kommt der Name, wie dicht Ereignisse in einem infinitesimal kleinen Bereich verteilt sind. Sie gibt mir also in gewisser Weise das relative Verhältnis von Wahrscheinlichkeiten in unterschiedlichen Regionen an. Und ich berechne dann ganz konkrete Wahrscheinlichkeiten immer, indem ich die Region, die mich interessiert, indem ich über dieser Region dann die Dichtefunktion aufintegriere. Ja, das war's, wie gesagt. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt und euch auch noch die weiteren Videos aus dem dritten Teil anschaut. Bis dahin erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.